So, Dalle, Bastelzeit. Ja, heute mal wieder mit meinem Lieblings-Hass-Hersteller. Ja, ein Apple iMac hat sich auf meinen Tisch verirrt. iMacs, das sind die All-in-One-Geräte von Apple, also quasi ein Monitor mit eingebautem PC. Der hier, der stammt von 2010, hat also schon ein paar Jahre auf dem Buckel. Und wenn wir mal so auf die Packung schauen, dann können wir auch grob sehen, was Apple damals so für die Top-Features erachtet hat. Ja, eine integrierte Webcam, Superdrive, was wohl einfach nur das DVD-Laufwerk ist, ein SD-Card-Reader und eine drahtlose Maus und Tastatur. Wobei hier bei dem ist nur eine Tastatur drin, keine Maus, dafür aber ein Touchpad. Okay. Das Typenschild, das verrät dann ein bisschen mehr zum Inneren. A1312 ist die Seriennummer oder die Modellnummer. MC511D-A ist dann die Ausstattung. Display mit 27 Zoll. Es werkelt drin ein 2,8 GHz Quad-Core. 2x2 GB, also insgesamt lausige 4 GB RAM. Eine 1 TB Festplatte und eine ATI, beziehungsweise heute ist es ja AMD, Radeon HD 5750 mit 1 GB Grafikspeicher. Hooray! Schaut man dann noch ein bisschen weiter in die Details, dann kriegt man zumindest auch noch online ein paar weitere Infos. Die CPU, das ist nämlich ein Intel Core i5-760, also erste Generation. 4 Kerne boosten hoch von den 2,8 GHz hoch bis 3,33 GHz. Maximal 95 Watt. Virtualisierung ist drin, aber sonst nicht viel. Wir haben keine interne Grafik, wir haben keine AES-Beschleunigung und Hyperthreading gibt es hier auch nicht. Die 4 GB RAM, die kann man noch bis 16 GB aufrüsten. Sollte man wahrscheinlich auch tun, wenn man das Ding noch irgendwie benutzen möchte. Aber erstmal haben wir nur 4. Boxen und Mikrofon sind im iMac hier eingebaut. Wer ein bisschen besseren Ton mag, der findet allerdings zum Anschluss auch einen Trommelwirbel-Kopfhöreranschluss. Ja, sowohl analog als auch optisch. Weitere Peripherie, die kann man mit USB 2 oder FireWire 800 anklemmen. USB 3 gibt es nicht. Für die Kommunikation gibt es dann Gigabit Ethernet, Bluetooth 2.1 und 802.11n, also Wi-Fi 4. Das DVD-Laufwerk, das läuft mit 8-facher Geschwindigkeit und kann nicht nur lesen, sondern auch brennen. Und die Festplatte, ja wirklich, Spinning Rust, die läuft mit 7200 Umdrehungen pro Minute und ist per SATA angebunden. Wenigstens mal irgendwas, was nach Standard klingt. Ein bisschen was Besonderes, das ist das Display, dafür ist Apple ja bekannt. Für damalige Verhältnisse hat man da nämlich relativ ungewöhnlich schon eine 2K-Auflösung bekommen, also 2560x1440. Leider taugt dieses Display aber eben auch als Schminkspiegel, es ist halt nicht entspiegelt. Ja, wer ein bisschen was anderes haben will, der kann ein externes Display auch anbinden, dafür gibt es einen Mini-Display-Port. Allerdings maximale Auflösung 2560x1600, also auch nur 2K, 4K ist nicht möglich. Aber genug zur Theorie, der hier steht natürlich nicht zum Spaß hier, sondern der wurde mir in die Hand gedrückt, weil kaputt. Ja, packen wir das Ding doch mal aus und schauen, was man da noch machen kann. Aus der Packung befreit, da sieht das Ding dann hier so aus. Wir haben ein Gerät mit Ständer, ja, der ist dabei, ohne Aufpreis. Ansonsten nicht viel zu sehen vorne, wir haben oben die Kamera im Rand eingelassen, ansonsten eine durchgehende Glasscheibe, unten am Rand dann eine Aluleiste mit dem obligatorischen Kompost. Rechts an der Seite, da gibt es dann die Einschübe für die SD-Karte, ja wirklich Full-Size-SD und ein Slot-Loading-DVD-Laufwerk, pardon. Hinten rechts, da sind dann die restlichen Anschlüsse. Wir haben Sound für Ein- und Ausgang, 4x USB 2, den FireWire, Mini-Display-Port und Ethernet. Mehr gibt's nicht. Das Runde in der Mitte, das ist ein normaler Kaltgerätestecker, hat halt ein bisschen Dekoration hinten dran. Ansonsten normaler Stromstecker. Am Strom angeschlossen passiert erstmal nicht viel. Den Power-Button habe ich dann nach etwas Suchen auch gefunden, und zwar hinten links unten auf der Rückseite. Den kann man einmal drücken und dann... Ja, wer dachte, dass diese komplett weißen Boot-Screens von einem Chromebook nervig wären? Tja, hier gibt's den und obendrein nur noch einen Boot-Sound in voller Lautstärke. Und das gratis. Ich finde ja beides eher störend. Nun gut,
Wenn wir dann warten, dann macht sich auch relativ schnell schon so das Gefühl breit, da ist irgendein Fehler, denn es passiert erstmal minutenlang nichts nach dem Einschalten. Wir haben einfach nur dieses weiße Bild. Und nach diesen paar Minuten, da landen wir nicht, wie erwartet, auf irgendeinem Anmeldebildschirm, sondern ja, das hier begrüßt uns ein blinkender Ordner mit Fragezeichen. Wer schon mal irgendwie YouTube-Reparaturen gesehen hat, der kann das grob auf PC-Menschen übersetzen. No operating system found. Wir haben kein Betriebssystem. Also erster Versuch AHT. Das ist der Apple Hardware Test oder heute Apple Diagnostics. Gibt es bei vielen PCs auch. Das ist, wenn man beim Einschalten eine Taste drückt, dann kommt man in eine Art Diagnosemodus. Der ist im Gerät selber eingebaut. Und der kann dann schon mal drüber gucken, haben wir einen kaputten RAM, haben wir irgendein Problem im Mainboard, haben wir ein kaputtes, ja gut, Display würde man wahrscheinlich sehen, aber halt solche Sachen. Was diese halt auch auslesen, ist in den meisten Fällen die Smart-Werte. Das ist sozusagen die Selbstdiagnose von der Festplatte, denn aktuell ist meine Vermutung, dass die eventuell Schaden haben könnte. Das wäre die eine Möglichkeit, die andere wäre, dass einer wirklich die Festplatte blank gemacht hat und einfach nur das Betriebssystem fehlt. Aber zurück zu der Hardware-Diagnose. Um daran zu kommen, schaltet man das Gerät erstmal aus, dann schaltet man ein und drückt sofort die Taste D wie Diagnose. Ja, was soll ich sagen? Irgendwas lebt. Erster Schritt, ja, gib mal WLAN, denn ohne Internet geht bei hier den Apple-Dingern einfach nichts. Auch nicht die interne Hardware-Diagnose. Nur gut, hab dann weitergedrückt und er ist automatisch in dieses Internet-Recovery gelaufen, statt irgendeine Diagnose zu machen. Zumindest mal für einen kurzen Moment, denn auch das liefert nicht mehr. Am Ende kommt einfach nur eine Fehlermeldung, 3403 Dora. Keine weiteren Angaben, warum auch. Apple-Anwender sind ja bekanntlich dumm und denen ist nichts zuzutrauen und Reparaturen macht ja nur ein Genius. Ja gut, wenn man sich im Internet ein bisschen umschaut, gibt es viele Erklärungen, was das heißen könnte. Eine offizielle Liste scheint es nicht zu geben, aber so was man raushört, ist die wahrscheinlichste Erklärung. Ja, das Gerät ist einfach zu alt, dafür liegt auf den Apple-Servern nicht mehr die passende Software rum. Gut, dann halt anders. Eigentlich könnte ich jetzt die original mitgelieferte DVD einlegen und damit das Recovery machen, aber ja, diese Recovery-Disk lag dummerweise nicht in der Packung, also brauchen wir was anderes. Booten wir halt wie jeder normale Mensch von USB. Aber was booten wir? Naja, ein passendes Mac-Image wäre schön. Ausgeliefert wurde das Gerät laut Liste wohl mit Snow Leopard. Das ist die Version OS X 10, also 10.6. Schaut man auf die Apple-Hilfe, da gibt es aber dummerweise nur Downloads ab Version Lion, also 10.7 oder halt neueres. Weiter geguckt, im Netz gibt es dann die Info, dass hier diese Generation von Kisten noch bis High Sierra, also Version 10.13 funktionsfähig ist. Wir können also bis dahin noch hochgehen. 10.13 ist verfügbar, also nehmen wir das doch. Oder auch nicht. Ja, wenn man den Link anklickt, dann führt das lediglich zum App Store. Ja, die App kann man ja dann auf seinem Mac installieren. Ja, ich habe aber gerade keinen funktionierenden Mac. Für die Versionen vor 10.12 oder inklusive 10.12 aka Sierra, da gibt es zwar Dateien wirklich zum Downloaden noch, das sind aber auch DMG-Dateien, welche eigentlich nur für Apple gedacht sind und offiziell gibt es da, glaube ich, keine Software, die das direkt unterstützt. Also, sprich, über die offiziellen Wege von Apple komme ich auch so nicht weiter. Gibt kein Recovery-Image für mich. Glücklicherweise führen ja viele Wege zum Image, daher bin ich hier auf ein kleines Python-Skript zurückgegangen. Das lädt die Images von diesem App-Store-Gedönse runter, beziehungsweise lädt das runter, was normalerweise das Recovery lädt. Und dann gibt es glücklicherweise auch noch das Tool DMG2IMG. Das nimmt diese Image-Datei, die komprimiert ist, und entpackt die einfach in Rohdaten, die wir dann nutzen können. Normalerweise sind hier die Skripts dafür da, dass man macOS in einer VM ausführen kann, also einem virtuellen Rechner. Das ist rechtlich je nach Auslegung von der Apple AGB mehr oder weniger verboten, aber ich denke, um einen physikalischen Mac damit zu booten, ist das hier vertretbar. Also, nachdem ich es runtergeladen und entpackt hatte, habe ich es dann einfach mit DD oder einer anderen Imaging-Software auf den USB-Stick direkt geschrieben. Wer früher schon mal Raspis installiert hat, der kennt ja das Prozedere.
Zum Start dann USB-Stick einstecken, iMac einschalten und dann brauchen wir die Option-Taste. Na, wenn wir die gedrückt halten, dann kommen wir an die Boot Drive Selection. Und hier haben wir die Auswahl zwischen ja, exakt einer Option, nämlich OS X Base System. Das ist mein Stick, der heißt so. Was allerdings auch hier auffällig ist, es gibt keine andere Option. Es scheint also wirklich kein anderes Betriebssystem gefunden zu werden. Naja, wie auch immer, starten wir mal, wählen den Stick aus. Wir kriegen ein Logo, ein Balken, klingt doch gut, warten wir mal. Nach einiger Zeit, da kommt dann die Aufforderung, wir sollen nochmal unsere Sprache wählen und dann bekommen wir eine Liste von Dienstprogrammen. Hier könnte man jetzt hingehen und Mac OS X direkt neu installieren. Aber angesichts dessen, was ich bisher gesehen habe, ja, wie gesagt, ich vermute eine kaputte Festplatte, also machen wir erstmal einen Abstecher in das Festplattendienstprogramm, auf gut Deutsch der Partitionseditor. Auch hier dauert das Laden wieder auffällig lange. Nach ein paar Minuten kriegen wir dann diese wunderschöne Sache. Ja, kein Erfolg. Wir haben nur ein externes Gerät namens OS X Base System mit 2 GB Größe. Ja, das ist unser Stick. Keine Festplatte weit und breit. Ja, es klingt doch irgendwie nach einem Hardware-Schaden. Also muss ich die Kiste wohl doch zerlegen. Eigentlich ist das jetzt der Moment, wo man von mir so eine minutenlange Hasstriade gegen Apple hören wird. Wer das aber gerade erwartet, ich muss euch leider enttäuschen oder zumindest bis nachher verdrösten. Denn ja, das Zerlegen ist sicher nicht die schönste Sache, aber für ein Apple-Gerät geht das und für das Design auch für mich soweit vertretbar. Es ist nichts geklebt, man kommt soweit überall ran. Nur wie? Eben als wir uns das Gerät angeguckt haben, habt ihr irgendwo eine Schraube gesehen? Nö, ne? Ja, der Trick sitzt vorne, denn die vordere Glasscheibe, die ist lediglich mit Magneten gehalten. Das heißt also, die lässt sich einfach rausziehen, zumindest dann, wenn man ein paar passende Saugnäpfe hat. Ich habe ja welche, also Display sauber machen, den Saugnapf oben im oberen Bereich anbringen und dann einmal beherzt ziehen. Als Ergebnis hat man dann entweder die Glasplatte oder sehr viele Scherben in der Hand. In meinem Fall war es glücklicherweise die Glasplatte. Die hat oben auch so ein paar Zapfen, deswegen ziehen wir da. Unten ist sie so mit Haken im Gehäuse drin. Das heißt, man kann die, wenn die oben schräg raussteht, dann nach ganz oben rausziehen. Und ich denke, ich muss nicht erwähnen, dass man diese Glasplatte dann sicher verwahren sollte, weil ja, Glas mit Apfel drauf ist teuer oder irgendwie sowas. Die Magneten, die bleiben dabei im Gehäuse und nerven uns dann auch die ganze Zeit, denn ja, als nächstes muss halt das Display selbst raus. Dafür gibt es an der Seite 8 Torx-Schrauben, die müssen wir rausschrauben und das ist halt ein bisschen nervig, denn daneben sind die Magnete und die meisten Schraubendreher sind aus Metall. Ja, man muss halt ein bisschen genauer zielen und ein bisschen gegenhalten, aber danach ist der Weg dann frei, das Display rauszunehmen. Dafür muss hier dieser innere Alurahmen, den müssen wir auf der Oberseite, also in der Oberkante, anheben. Ist leichter gesagt als getan, denn viel Platz hat man da nicht. Ich habe hier einfach einen Schlüsselring missbraucht, um da dran zu kommen. Ein bisschen rausgehoben und sobald das ein bisschen schräg steht, kommt man da auch mit den Patschefingern dran. Natürlich nur am Rand, sonst müsste man später eine Menge putzen, aber dann kann man es da anheben. Wichtig dabei, ja, anheben. Und zwar bitte nicht zu weit, denn da sind so einige Kabel hinten dran. Die müssen wir sinnvollerweise entfernen. Und an hier der Stelle der übliche Hinweis, das hier ist ein All-in-One. Hier ist alles drin, inklusive Netzteil. Und Netzteil hat Netzspannung und Netzspannung, ja, ihr kennt das. Das kann im Zweifelsfall lebensgefährlich sein. Ich muss, denke ich, nichts sagen zu welche Gefahren da bestehen und dass da auch Kondensatoren drin sind, die auch ausgesteckt noch Strom haben können und wehtun können und euch umbringen können. Also bitte nicht nachmachen und so. Jedenfalls nicht, wenn er nicht wisst, was er tut. Also zurück zu den Kabeln. Das erste Kabel, das ist von oben aus gesehen auf der rechten Seite direkt vorne eingesteckt. Etwas weiter hinten auf derselben Platine, da findet sich dann Nummer 2. Die hat so einen Hebel, muss man von oben einmal drücken. Dann in der Mitte links, da haben wir ein sehr breites Flachbandkabel. Der hat am Stecker selbst rechts und links so kleine Haken, muss man also zusammendrücken, um den zu lösen. Und last but not least verbleibt ein ganz kleines Käbelchen, was etwa in der Mitte auf eine Buchse geht. Auch das muss man ziehen. Hat man dann alle 4 Kabel lose, kann man den TFT rausheben und kommt dann endlich an die Innereien. Das sieht erstmal aus wie jeder andere All-in-One-PC. Naja, Apple verbaut halt auch nur das, was so auf dem Markt ist in den meisten Fällen. Wir haben oben ein Mainboard,
Links das DVD-Laufwerk, hier in dem Fall tatsächlich eine gesteckte Grafikkarte, die Festplatte, ein WLAN-Modul und das Netzteil. Alles hier in dem Fall ein bisschen verstaubt, aber hey, wie gesagt, das Ding ist über 10 Jahre alt, also war zu erwarten. Für uns interessant, da ist natürlich die Festplatte. Die sieht glücklicherweise auf den ersten Blick wie eine ganz normale SATA-Festplatte aus. Wir haben unser Stromdaten und ein mysteriöser Stecker. Wo kämen wir denn hin, wenn irgendwas hier Standard wäre? Ja, die Platte selbst, die ist hier mit einem Winkel festgeschraubt, also weg damit auf der anderen Seite. Da gehen nur ein bisschen Zapfen in Gummi rein, das Ganze also auf Gummi gelagert, dass sich die Schwingungen nicht übertragen. Kann man einfach rausziehen und dann hat man die Platte in der Hand. Übrig bleibt ein Loch und da kann man dann ja jede andere Platte einbauen, zumindest abzüglich des Geheimverbinders. Ja. Dieser mysteriöse Stecker, der geht zum Mainboard und landet fast neben dem kleinen, den wir eben vom Display abgezogen haben. Wenn man sich mal die Beschriftung anguckt, wird man feststellen, dass überall Temp dabei steht. Ja, sieht nach Temperatursensoren aus. Das ist ein bisschen seltsam, weil Festplatten haben eigentlich alle einen internen Sensor, den man per Software auslesen kann. Ein zusätzliches Kabel, das ist also nicht notwendig. Aber hey, Apple doing Apple things. Platte selbst, Seagate Barracuda, ich werde jetzt nicht weiter probieren, eine Seagate, die funktioniert, habe ich relativ selten in der Hand. Ansonsten ein bisschen EMV-Schwamm drauf, die Montagewinkel sind noch dran und die Zapfen kann man alles abschrauben. Ist also theoretisch eine einfache Platte, heißt, ich könnte auch theoretisch eine andere Platte holen und die einbauen. Oder wir hauchen halt dem Gerät ein bisschen neues Leben ein und holen eine SATA-SSD. Die sind inzwischen ja nicht mehr ganz so teuer, sind dafür aber deutlich schneller bei so normalen Tasks als der original verbaute und sich drehende Zeitgenosse. Mit einer SSD haben wir da zwar ein Problem mehr, weil SSD ist 2,5 Zoll, die Originalplatte 3,5. Das heißt also, die Originalwinkel, die können wir leider nicht weiter benutzen. Aber hey, wofür hat man einen 3D-Drucker? Der neue Halter, der hat dann zwar keine Gummilagerung mehr, aber naja, eine SSD hat halt auch keine mechanischen Bauteile. Da kriegen wir keine Vibration rein. Und dank Mo ist Taverne muss ich mal nicht mal selber was designen, sondern kann fertig ausdrucken. Also angeschraubt, eingeschraubt und dass der Rest nicht verloren geht, habe ich die ganzen Originalteile entweder dazu geschraubt oder mit irgendwie ein bisschen Sticker oder Klebeband hier auf die SSD und so geklebt. So hat man jederzeit die Originalteile und könnte wieder zum Originalzustand zurückkehren, wenn man das lieber haben möchte. Dieses Klebeband, das fungiert auch gleichzeitig hier noch als Airguide. Hier ist so ein Auslass von einem Lüfter und damit lenke ich so ein bisschen die Luft auf die SSD. Ich denke nicht, dass es notwendig ist, weil SSDs werden jetzt eigentlich nicht so warm, jedenfalls nicht diese hier. Also, ne, ist halt da. Also, fertig. Vorerst ja. Zum Kabel kommen wir nämlich später. Erstmal also wieder notdürftig zusammensetzen, vom Stick booten und auch wenn ich verpennt habe, das aufzunehmen, jipp, die SSD taucht im Festplattenmanager auf. Success. Ich habe sie dann da einmal gelöscht, das ist Apple-Sprache für Formatieren und habe danach die Installation gestartet. Also natürlich erst, nachdem ich dann ein WLAN verbunden habe, denn natürlich geht auch hier nichts ohne Netz. Einmal AGB abnicken später, dann kriegen wir die Festplattenauswahl, wo wir hin installieren wollen. Und neben unserem OS X Base System, aka meinem Stick, ist jetzt auch eine Macintosh HD, so hatte ich die SSD genannt, das ist so ein Standardname. Und die steht jetzt hier als Ziel zur Verfügung, also sieht alles gut aus. Klicken wir mal an, auf geht's, warten wir eine Runde. Nach einiger Zeit landen wir dann im Einrichtungsassistent. Heißt also, User einrichten, durchklicken, yada yada yada. Und tada, ein frischer OS X Desktop. Works as expected. Also fast. Denn nach der Installation, da bekommen wir nicht nur ein scheinbar laufendes System, sondern auch eine etwas ungewohnte Beschallung. Ja, das klingt so, als ob alle Lüfter plötzlich auf maximaler Drehzahl laufen. Tja, erinnert ihr euch noch an das Kabel für den zusätzlichen Temperatursensor? Yep, den hat unsere Non-Apple-SSD natürlich nicht. Und das Mainboard denkt sich gerade, Moment mal, ich kriege gar keine Temperaturwerte von meiner Festplatte. Was, wenn die jetzt gerade bei over 9000 Grad ist und sich in Lava verwandelt? Also machen wir besser mal alle Lüfter auf Vollgas. Vielleicht kriegen wir ja noch was zu kühlen. Jo. Das wollen wir natürlich nicht, also brauchen wir eine Lösung und da gibt's dann zwei.
Die eine, die findet man bei vielen Reparaturanbietern. Die bieten nämlich da Dinge zum Kauf an. Das ist ein spezieller Adapter, da ist ein Temperatursensor, wie der, der in der Originalfestplatte drin ist, separat dabei. Den klebt man dann auf die SSD auf und so kommen dann die Werte von der SSD, die tatsächlichen Temperaturen oder zumindest mal die Temperatur vom Gehäuse, bis zum Mainboard und das kann dann entscheiden, was es damit tut. Alternativ gibt es dann die Holzhammer-Methode, nämlich wir legen diesen Temperatursensor einfach still. Hierzu braucht man einen Widerstand, so 300-400 Ohm ist okay. Den klemmt man einfach zwischen die beiden Kabel vom Anschluss und ja, steckt den wieder ein. So denkt der Mac, jo, die Festplatte, die SSD ist kalt genug und schaltet den Lüfter nicht absichtlich wegen der zusätzlich ein. Nachteil, ne, die Temperatur von der SSD wird eben nicht beachtet. Meiner Meinung nach ist das kein Problem. SATA ist halt für SSD-Verhältnisse extrem langsam. Die Geräte werden also nicht wirklich warm. Und selbst wenn, ne, der Temperatursensor, den man da kaufen kann, der misst halt außen am Gehäuse und das Gehäuse ist meistens sehr viel Luft und hat nicht wirklich so viel Verbindung zur eigentlichen SSD, die da drin steckt. Von daher gehe ich davon aus, dass hier diese SSD ohnehin weniger Hitze als eine Festplatte macht und der Restluftstrom, der hier vorbeikommt, der sollte mehr als ausreichen, um die zu kühlen. Wenn man unbedingt will, kann man temperaturbasiertes Nachregeln danach auch noch in Software implementieren. Da gibt es Programme, die dann den echten Temperatursensor der SSD benutzen und bei Bedarf den Lüfter hochdrehen. Aber ganz ehrlich, es kommt, denke ich, relativ selten vor, dass man eine SSD belastet und nicht gleichzeitig die CPU und Co. Das heißt ja, wenn die hochgeht, dann geht ja eh die Temperatur hoch und entsprechend dann auch mit der CPU-Temperatur die Lüfterdrehzahlen im ganzen System. Sollte also mehr als passen. Ich habe das Ding also stillgelegt, Widerstand dazwischen, wieder eingesteckt, unter das Klebeband mit dazu gepackt und tada, schöne Stille. Fehlt dann nur noch aufräumen, also Display wieder rein, die Glasplatte wieder drauf und ja, so this is it. Ein fast 13 Jahre alter iMac darf weiterleben. Dank SSD wahrscheinlich sogar mit einer Geschwindigkeit, die er zu seinen Lebzeiten bisher noch nie zeigen durfte. Der unnötige Temperatursensor, den Apple da verbaut hat, der ist nervig, aber hey, immerhin kann man ihn kurz schließen und das Ding hat nicht DRM oder ähnlichen Fu, der halt bei aktuellen Geräten von Apple sehr häufig eingesetzt wird, sodass man da gar nichts mehr reparieren kann. Alles in allem war das für ein Apple-Gerät ein sehr entspanntes Reparaturerlebnis und am Ende haben wir halt ein Gerät, was ganz ohne irgendwelche künstlichen Einschränkungen wieder das tut, was es soll.